Wir haben jetzt in Paris 3 Filialen am Start, machen noch miese, noch 69.000, aber ich hoffe, das wird noch. Zum Glück haben wir eben etwas Puffer und damit kommen wir hoffentlich über die Runden, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 3. So, die wir gerade abgeworben haben von unserer anderen Filiale, auch gleich bedient. Hä? So schnell? Wie schnell essen die denn jetzt? Wie schnell die draußen waren? Wie schnell die essen, ist erstaunlich, oder? Also hier geht wirklich alles viel flotter. Fing hat gerade gegessen. Die Animation kam gerade. Also es geht wirklich bedeutend schneller als bei Pizza Connection 2. Ist wirklich eine Umstellung. Kommt wieder einer zu uns, aber Wartezeiten kann man bei denen wirklich nicht erkennen. Kleine Kontrolle. Steht noch bei 5 Minuten. Ist hier schon Kundschaft da? Sieht eigentlich gut aus. Ich werde mal noch andere Werbung machen. Jetzt geht unser Maskottchen immerhin los. Hier ist eigentlich gut was los. Machen wir mal eine Litfaßsäule auf. Pachten. Nicht Rimini, Eifel. Genau. Viel mehr können wir nicht machen. Wir können sie einfach bloß nehmen. Das war's. Stufe 1. Ausbauen möglich. Okay. Hier hätten wir auch noch eine. Noch mehr Ausgaben. Na, es muss ja immer irgendwie laufen mit unserer Filiale. Und wenn die hier in den Park gehen, dann werden die am ehesten hier abgegriffen. Hier wird fleißig geknipst. Da kommt er gerade an. Ich überlege gerade, den vielleicht auch hier hinzustellen, dann da noch zu mieten, die hier rauskommen sollten, dann zu uns kommen. Ach, da bin ich mir noch unsicher. Da wurden sie überzeugt von der Litfaßsäule? Gott sei der anderen, die uns vorgeschlagen wurde von Frau Baumann. Schon anderthalb Stunden unterwegs. Seit 9 Uhr. Pizza. Seit 9 Uhr im Dienst. Und anderthalb Stunden erstmal. Ist aber auch nicht schlecht. Erstmal dahin gelaufen. An der roten Ampel macht er Werbung. Gut, die Litfaßsäule wird das ja auch übernehmen. Was ist da los? Da gehen die wieder durch den Boden. Oh Mann. Eieieiei. Komisch, sie hier nicht. Und was mit ihm? Er geht auch den normalen Weg, aber er nicht. Noch keinen überzeugt. Das ist aber nicht gut. Hier laufen einige Hungrige rum. Aber hier kommen eigentlich auch genügend vorbei, bloß noch gar keinen überzeugt. Ist mittlerweile jemand drin? Da ist schon jemand drin. Ja, wunderbar. Was war das jetzt? Das sah komisch aus. Ich finde es auch interessant, wenn ich immer auf das Symbol klicke, genau drauf komme ich selten genau bei der Filiale raus. Hier läuft es wieder gut, jetzt haben wir 73.000. Also mit der Filiale alleine, weiß nicht, ob ich danach über die Runden kommen würde. Hier sieht es gar nicht mehr so prickelnd aus. Ich muss auch sagen, ich habe schon lange keinen Tag mehr zugeguckt und ja, wir können es halt schwierig ausmachen. Ich gehe mal auf die Finanzen. Da haben wir gekaufte Pizzen. Ja, Pizzen stehen hier, aber nicht wo die verkauft wurden. Angestellte, Miete, Zutaten, verkaufte Pizzen. Finanzen heute. Finanzen Rimini. Profit an jedem Tag plus gemacht. 30 Tage Schnitt. Auch die Filiale, klar, das ist unsere Hauptquelle. Da passt das. Profit ist ja dann hoffentlich auch wirklich verkaufte Pizzen minus den Rest, oder? 32 macht 20, macht 16, ja, kommt hin. Gucken, ob es eine Eintagsfliege war. 74 minus 23 heißt
51, 47 kommt in etwa hin. Ja, es kommt hin. Ja, hier bloß noch nicht. Aber dann haben wir erstmal dick investiert. Da kommen Leute. Ach, falsche Filiale. Doch, richtige Filiale. Sah erst aus wie hier die andere Nicht-Rimini-Filiale. Die Filiale der Liebe. Das ist die Alpha-Filiale. Die andere heißt wie nochmal? Wo war die? Das war die hier, ne? Genau, die Mords. Die mit den Mördern und so. Gut, aber schön, dass es anläuft. Jetzt haben wir auch 80.000. Super. Ich beobachte das mal ein klein wenig. Mal gucken, ob ich hier vielleicht doch zwei anstelle. Gerade geht's, aber mal gucken, ob es irgendwie mal eine Zeit gibt, wo extrem viel los ist. Schon 17 von 20, und mit 2 geht das. Ziemlich flotter. Bevor wir das geschafft haben, wir haben ja noch Zeit bis Tag 28. Will ich dann noch die andere Filiale nehmen? Ich warte erstmal ab, was als nächstes was da als nächstes für eine Aufgabe kommt. Ein noch rüberlotsen. Mal gucken, was die nächste Aufgabe ist. Boah, schon wieder auf der Kante. Die fährt da fast runter. Geht durch die Wand. Aufgabe weg. Jetzt warten wir wohl bis Tag 28 und ja, oh, hier geht's ja gerade los. Sehr geehrter Herr Montago, Les Parisiennes ist das größte Lifestyle-Magazin des Landes und übt, darf man sagen, einen großen Einfluss auf das kulinarische Leben unserer Stadt aus. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir jetzt schon seit einiger Zeit Ihre Arbeit in der schönsten Stadt der Welt. Falls es Ihr sicher sehr voller Terminkalender zulässt, würden wir gerne ein Interview mit Ihnen führen, um Sie und Ihre Arbeit einer breiteren Pariser Öffentlichkeit vorzustellen. Clarisse Bella Fontaine, Chefredakteurin La Parisienne. PS, stimmt eigentlich das Gerücht, dass Sie der berühmten Familie der Ritellis entstammen und auf der Suche nach Ihrem unbekannten Vater sind? Wie aufregend! Ja, toll, die Presse stürzt sich auf uns. Also schön, dass wir dadurch dann auch mehr Leute anlocken, aber hier, jetzt wenn die so rumschnüffeln, fortfahren lassen. Rede drüber, weltweit. Deine Restaurants sollten in der ganzen Stadt bekannt sein. Und nachdem ein international renommiertes Magazin deine Restaurants bereits bemerkt hat, stellt sich die Frage nach einer zumindest stadtweiten Vermarktung deiner Restaurants. Erforsche globales Marketing und starte eine Marketingkampagne mit einer Investitionssumme von 50%. Ob das so gut ist? Boah, hier geht's echt zu, schaut mal, wie viele hier drin sind. Das Marketingbüro möchte, dass du die Kampagne mindestens 72 Stunden lang laufen lässt. Wenn du diese Vereinbarung erfüllst, sind sie vielleicht dankbar und geben dir Hinweise, wie du deine Werbeflächen in der Stadt verbessern kannst. Tägliche Investition 0,50. Hier geht noch niemand ohne Bedienung raus, deswegen warte ich mal noch, ehe es losgeht. Das wäre dann ab von 12 bis 18 Uhr die Schicht, wo ich danach jemanden einstelle. Beim Servicepersonal. Ich kann sie schon mal forschen. Warum blinkt das? Ah, auch nochmal eine Statistik zu. Meinte ich, ist hier gerade jemand rausgegangen? Nein. Pizza-Maskottchen Stufe 0, Stufe 0. Ja, haben wir 2 von Reichweite 3 Meter. Und 3 Litfaßsäulen. Wir müssen das gar nicht erforschen. Wir können das hier einfach starten. Ich guck mal wieder. Aha. Hier habe ich ja auch jeweils nur eine Servicekraft zusätzlich eingestellt. Ne, das geht ja eigentlich. Genau, zweimal blau, der Rest einfach.
Ich meine, wir können es uns gerade eh leisten, dann mache ich das vorsichtshalber auch mal hier. Angestellte. Der GAY kommt her. Ist nicht schnell, aber verdammt freundlich. Dann auch Luise. Und der Robin. Auch nicht schnell, aber eben verdammt freundlich. Jetzt. Gut, dann schaue ich nochmal nach. Globales Marketing bedeutet 10.000. Kommt besonders bei den Teenagern dann an. Einfluss und Reichweite durch Werbung. Gruftis Teenager-Arbeiter. Habe ich überhaupt eine Grufti-freundliche Filiale? Ich glaube, unsere erste Rimini, ne? Arzt der Marketingkampagne, Fernsehen. Radio, das mögen die alten Leute, mögen aber relativ wenige. Unternehmenswert sehr hervorheben. Ich würde sagen, unser Service, ne? Oh. Aber können wir da mehrere auswählen? Okay. Oh. Alles bewerben kommt nicht gut an, ja. Wir sind halt die Besten. So kommt's nicht an. Radio, soziale Medien, okay. Es gibt aber auch ein Dunkelrot. Okay, dann Pizzen eigentlich schon. Preis, weiß nicht. Also auf jeden Fall Service. Wartezeit eigentlich auch. Klar, der Effekt, der breitet sich eher wo aus, deswegen... gefällt mir gar nicht, wie wenig das ankommt, wenn ich jetzt zwei nehme. Ich glaube, ich nehme mal den Service und ja dann... Zeitung Bonzen, Gruftis, Touristen, Arbeiter, die modernen Leute, Teenager und Studenten sagen, nö. Teenager habe ich aber sowieso schon zuhauf und auf Studenten könnte ich vielleicht pfeifen. Machen wir es mal so. Sieht vielversprechend aus. 10.000. Starten wir mal. Okay. 155. Ist noch kein Häkchen dran? Okay. 72 Stunden am Laufen. Gut. 24, 48, 72, 3 Tage. Heißt bis Tag 15. Dann kann ich in der Zwischenzeit vielleicht schon mal die nächste Filiale holen. Nämlich die hier oben, die Mordfiliale. Da sollen überwiegend Touristen vorbeikommen. Wer noch? Die Blauen, die Gruftis. Oh, Touristen und Gruftis. Wie soll ich die unter einen Hut bekommen? Touristen, Gruftis, Arbeiter, eher weniger Bonzen. Sondern auch noch. Gruftis und Touristen. Rustikal klassisch. Na, dann rustikal. Mögen bloß die Bonzen überhaupt nicht. Schade drum. Wobei, klassisch, ne? Mögen die halt nicht so sehr, aber nicht so abstoßen, dass die gar nicht kommen würden. Mögen die Gruftis. Na, dann mal unsere erste klassische Filiale. Hier könnten wir an sich auch wieder Lieferservice reinpacken. Aber ich glaube, ich werde den Grundriss einfach ändern. Ja, machen wir kurz Pause. Und dann Architekt. Grundriss ändern. Warum sollte ich das so machen? Für ein Lager ist das alles irgendwie zu groß. Könnte das hier passen? Aber das würde ich noch mit einem Lager eingehen. Aber dann hier, Speiseraum und Küche. Da ist mir die Küche dann zu groß. Nö. Da ist wieder Lieferservice dabei, genauso wie hier. Und das ist halt wieder der größte Speisesaal. Dann machen wir es so. Speisesaal, dann ist der Eingang auf der Seite. Gut, sei es drum. Küche und Lager. Modern, rustikal, klassisch oben. Klassisch ist in Anführungszeichen das neue Edel, muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Generell, also ist ja klar, das hier ist klassisch, das hier ist modern, rustikal und das hier ist einfach, aber ich kann es
kann die Tische von. Also, wenn man die durcheinander würfeln würde, ich könnte nicht sagen, was ist einfach klassisch und so. Könnte ich nicht. Das war bei Pizza Connection 2 einfach. Ich glaube, es kommt wieder meine klassische Anordnung zum Einsatz. Ich hätte vielleicht auch mal hier neues Zeug erforschen können. Na, jetzt ist es zu spät, jetzt richten wir schon mal ein. Wir könnten es ja nochmal ändern, indem ich einfach nochmal dicht mache. Ich werde mich wieder an der Tür orientieren. 500 für so ein Lämmchen. Hey! Da hat sich der Akkuschrauber gefreut. Dann packe ich auch wieder zwei rein. Für den Fall der Fälle kostet ja bloß ein Tausender. Die kosten alle bloß ein Tausender. Interessant. Na, das war schon richtig. Dann mache ich sie genauso wie in der anderen Nurse-Filiale. So. Da kommen sie jetzt zu dieser Zeile ganz schnell hin und hier ist auch nicht weit. Will ich mal vielleicht was Neues ausprobieren und zwei Tische aneinander pappen? Das könnte sich hier vielleicht anbieten. Hier könnten sogar drei hin. Dann muss ich aber zusehen, dass man dahinter noch laufen kann. Ah, das bedeutet, dann kann ich hier die eine Längsseite kaum benutzen. Wenn hier noch jemand langlaufen soll, heißt es ja, ich muss so platzieren. Dann mache ich zur linken Speiseraumhälfte nur zweier Bestuhlung hin, glaube ich. Ich glaube, ich mache hier mal einen Dreier hin, einen Dreiertisch. So, da sind zwei Platz und dann für einen Stuhl, genau. Da kann man auch hinten herum, das passt ja wunderbar. Gefällt mir aber die Lücke nicht. Warum gibt es keine Tische, die wirklich dann so groß sind? Eine große Tafel. Passt eher nicht so klassisch, oder? Hier kommen eher so einzelne gehobene Leute hin, keine große gehobene Gruppe. Aber ich probiere es einfach mal aus. Jetzt wird es aber hier schwierig, da gucke ich mal lieber auf der Seite. Ich wieder blöd platziere. Dann werde ich aber auch gleich jeweils zwei Servicekräfte einstellen. Genau, hier wollte ich einen Zweier dran machen. Wie sieht das zu der Lampe aus? An sich egal, weil da kommt bloß eben dieser eine Tisch hin. Dann mache ich das hier auch. Dann kommt hier ein Tisch direkt an die Wand. Da kommt an die Wand natürlich kein Stuhl hin. Und hier auch. Sieht mal anders aus. Ich will ja nicht immer nur die gleichen Filialen machen. Ich probiere einfach auch mal was aus. Wird aber noch was hinpassen. Dann mache ich es natürlich. Na, ist das richtig? Ja. Gut, hätten wir das, dann müssen hier noch Leute rein. Ach ja, die Menükarte. Was habe ich gesagt? Gruftis und... die Teenager. Ne, Moment. Touristen. Angestellte. Eins. Kann gut kochen, kommt rein. Zwei. Jetzt sieht's aber schon blöd aus. Kann ich so gut kochen, ist aber schnell. Finde ich noch in Ordnung bei den Vieren. Deswegen genau die. So, Servicekräfte jeweils zwei. Sieht aber hier schon wieder blöd aus. Die sind zwar elendisch schnell, aber nicht gut in Sachen Freundlichkeit. Aber ich nehme ja zwei, deswegen gleichen die sich hoffentlich aus. So, erstmal pro Schicht einer rein, der schnell ist und dann... Moment, das hatte ich jetzt hier. Freundlich und schnell, also relativ natürlich. Dann kommen erstmal überall ganz freundliche rein. Ganz, ganz freundliche. So freundlich, wie es nur geht.
Wobei, ich werde überall so freundlich wie es geht reinpacken. Die zwei werden sich schon irgendwie ausgleichen. Aber es gibt gar nicht mal so viele freundliche Leute. Ich muss vielleicht mal einen Tag warten, damit mehr Leute auf dem Arbeitsmarkt sind. Bessere mehr Leute. Ist halt überhaupt nicht schnell. Die Freundlichkeit kannst du hier vergessen. Vielleicht werde ich hier nochmal Personal umstellen. Mal gucken. Und wen noch? Dann dich. Gut, dann haben wir auch alles, außer ein Warenhaus haben wir noch nicht, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.